So, wir haben den zweiten Heimkampf gehabt hier in Gottmadingen. Die zweite Mannschaft sehr, sehr super gerungen. Hier haben wir einen Vertreter von der zweiten Mannschaft, Dennis Köpsel, der im Schlusskampf ein tolles Ergebnis erreicht hat. Dennis, wie war die Stimmung für dich hier in der Halle? Stimmung war gut. War viel Unterstützung da. Alle haben gut angefeuert. Hat mir gefallen, ja, war gut. Hat sehr geholfen, ja. Ja, das glaube ich. Es waren ja schon viele Zuschauer in der Halle drin. Wir hatten mit der zweiten Mannschaft etwas überzogen, sodass wir eigentlich bis in die erste reingekommen sind. Und das war perfekt. Also tolle Stimmung. Und damit gehen wir zur ersten Mannschaft. Volker, der KSV Rheinfelder, Titelfavorit. Das bereits nach dem dritten Kampf. Aber ihr habt euch gut verkauft. Was ist dein Resümee dazu? Ja, ich denke, heute können wir eigentlich mit unserer Leistung zufrieden sein. Es hat wirklich jeder gekämpft. Das hat mir letzte Woche ein bisschen gefehlt in Mühlebach. Ich denke, mit der Einstellung und mit diesem Biss von heute hätte mir letzte Woche die unnötige Niederlage sicherlich verhindern können. Aber heute bin ich eigentlich zufrieden. Auch mit der zweiten Mannschaft war natürlich top, dass wir hinteraus noch ein Unentschieden erreichen konnten. Da zahlt sich halt einfach auch Training aus vom Dennis, der jedes Mal im Training ist und definitiv eine Leistungssteigerung hier erreichen konnte. Ja, also tolle Einzelkämpfe, tolle Stimmung in der Halle und das macht Lust und Laune auf die nächsten Kämpfe. Wie sind die Aussichten? Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder den Kampf analysieren und uns auf nächste Woche vorbereiten. Da steht uns das Derby in Teisersdorf bevor. Mit der zweiten Mannschaft bestreiten wir ja den Vorkampf in Teisersdorf und dann der Hauptkampf wir gegen Teisersdorf 1. Und ja, ich freue mich riesig drauf, weil es gab es wirklich schon lange nicht mehr, dieses Derby. Und ich hoffe, dass die Halle ganz, ganz voll sein wird, dass wir auch viele Fans vom Gottmadinger dabei haben und hoffentlich dann auch wieder mit dem Sieg heimfahren können. Ja, ist sicher angestrebt, ein Sieg in Teisersdorf. Ist natürlich beim Derby auf jeden Fall etwas, was man sich wünscht. Und damit wünsche ich euch alles Gute für beide Kämpfe, zweite und erste Mannschaft in Teisersdorf und viel Erfolg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Heimkampf wieder. Danke.